So? Ja. Herr Uthoff. Ja. Würden Sie mir die große Ehre machen, den deutschen Staat zu spielen? Ach nee, ich sehe auch gar nicht aus wie ein Deutscher. Doch. Und Sie, Herr von Wagner, vielleicht eine kleine Geschäftsbank? Ach, sehr gerne. Sollte das nicht jemand Seriöses machen? Hey, hey, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und offensichtlich dieses Sakko. Sie, Herr Evers, übernehmen die Europäische Zentralbank und scheffeln mal so richtig Geld. Oh ja, das ist ja wahrscheinlich mega kompliziert. Also vermutlich sollte man da schon Volkswirtschaft studiert haben, damit man dann irgendwie das auch richtig... Sie drücken nur auf den Knopf. Oder hätte ja doch Kommunikationswissenschaft gereicht. Hey, hey, das reicht jetzt. Und ich habe hier alles, was man für eine Volkswirtschaft brauchen könnte. Verkehrswege, Krankenhäuser, Kindergärten. Greift sie zu. Na Moment, da muss ich erst mal ganz kurz checken, wie mein Konto steht. Ich habe 2,5 Billionen Euro. Minus. Ja, da sollte ich vielleicht keinen zusätzlichen Kredit aufnehmen. Das kann ich ja niemals abbezahlen. Herr Uthoff, Sie sind doch der Staat. So. Sie haben nachwachsende Steuerzahler. Und für die brauchen Sie... Kindergarten? Ja, ja, schon. Aber hören Sie mal, bei dem Schuldenstand, welche vernünftige Bank wird mir denn da einen Kredit geben? Versuchen Sie es doch einfach mal. Also gut, ich halte das für reine Zeitverschwendung, aber wenn Sie meinen... Hallo, guten Tag, ich bin der deutsche Staat. Machen wir es sich vor, ich bin der kranke Mann Europas, ich habe einen Arsch voller Schulden, aber ich brauche dringend Geld. Was war das denn? Das waren nur meine Kollegen von der Bietergruppe Bundesemission. Das sind so Geschäftsbanken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und so weiter. Sehen Sie, alle Welt will Deutschland Geld leihen, weil sie eine sichere Anlage suchen. Ja, und ich habe die Auktion um Ihre Anleihe gewonnen. So, jetzt trinken wir erstmal ein Espresso, dann kümmern wir uns um Ihr Geld. Ne? Sehr gerne. Aber sagen Sie mal, brauchen Sie da nicht irgendwelche Sicherheiten? Ach, Quatsch, ich kenne Sie doch. Komm, hier unterschreiben Sie einfach das Papier und fertig. Ah. Ja, kommen Sie. Ein Papier. Ja, was schreibe ich da drauf? Ja, schreiben Sie drauf. Ich verpflichte mich, dem Eigentümer dieses Papiers in 10 Jahren das Geld zurückzuzahlen. Zu zahlen. Das ist alles? Ja, ja, das ist eine Staatsanleihe. So. Hey, wo wollen Sie hin? Zum Tresor, Geld holen für ihn. Nein, so funktioniert das nicht. Sie geben jetzt die Staatsanleihe der Europäischen Zentralbank. Ah, und ich gehe dann in den Tresor? Nein, es gibt keinen Tresor. Ach so, ja, ich muss natürlich in einem sehr komplexen Genehmigungsverfahren dann überprüfen, ob das alles richtig ist und schauen... Ja, Sie drücken einfach auf den Knopf. Mhm. Ich bin reich! Einfach so, der Knopfdruck. Das ist ja sensationell. Also, wenn das so einfach ist, dann hätte ich jetzt gerne einen Kindergarten. Bitte sehr. Ein Kindergarten mit allem Drum und Dran, sogar ErzieherInnen mit Burnout. Sie haben mit Ihren Schulden mehrere Baufirmen beschäftigt, die diesen Kindergarten gebaut haben und damit Ihre Wirtschaft angekurbelt. Ich bin so gut. Wissen Sie was? Ich kaufe alles, was Sie haben. Sehr gut. Ja, aber Sie denken schon an meine Zinsen, gell? Zinsen? Was? Ich bin ruiniert. Sie haben mich da reingequatscht. Was soll ich denn jetzt machen? Die Realzinsen sind momentan durch die Inflation bei ungefähr null. Und wenn Sie wieder steigen, dann geben Sie einfach eine weitere Staatsanleihe aus. Ach so, und das funktioniert. Ich meine, was, wenn die meine Staatsanleihen dann nicht mehr wollen? Ja, okay. Ja, ist ja gut. Jetzt machen Sie vielen Dank. Ich glaube, wir haben Verstand. Vielen Dank. Also ich würde Sie dann nehmen. Aha. Ja, wenn das so einfach ist, dann hätte ich jetzt gerne 11.000 Kinder gehabt. Oh, sehr gut, ja. Dann nehme ich noch eine Glasfaser für alle. Mhm. Ja. Eine deutlich bessere Bahn. Ja. So. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Freude machen kann, Banker zu sein. Ja. Moment. Hammer. Ja, aber gern. Wir wollen es bitte mal nicht übertreiben. Ha, ich wusste es. Schulden machen hat also doch eine Grenze. Ja, aber die Grenze ist nicht die Höhe an sich, sondern das Potenzial Ihrer Wirtschaft. Sie können sich so viel Geld für Kindergärten leihen, wie Sie wollen, wenn Sie genügend Baufirmen finden und ErzieherInnen, die Kinder davon abhalten, sich gegenseitig an die Wand zu tackern. Na gut. Also wenn das so ist, dann hätte ich jetzt gerne noch Geld für eine Berufsschule. Und zwar für Bauarbeiter und für Kindergärtnerinnen, ErzieherInnen. Und dann noch eine Solarproduktion ist wichtig. Und Brücken, wir brauchen Brücken. Brücken. Geld. Ja, genau. Wunderbar. Und sagen Sie mal, muss ich diese Staatsanleihen nie zurückzahlen? Oh ja, Sie haben das Papier unterschrieben, Sie müssen schon tilgen. Ha, 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 tilgen. Ha. Und wer macht das? Na, das Kind, das in den Kindergarten geht, sich nicht an die Wand tackern lässt und dann in einem Solarunternehmen arbeitet. Das kleine. Schon völlig verschuldet.
Wo bleibt denn da die Generationengerechtigkeit? Also gut, dann kommt der Kindergarten wieder weg. Und das Solarunternehmen auch. Was? Halt, was? Wieso? Was soll das Kind denn machen? Sich unter die Brücke stellen? Oder nein, wie? Die Brücke ist auch weg. Ja, aber was hat das Kind denn dann? Keine Schulden. Hören Sie mal, wo bleibt denn da die Generationengerechtigkeit? Man muss den künftigen Kindern noch die Möglichkeiten geben, nicht wahr, sich an den Infrastrukturen, Einrichtungen, die sie benutzen, auch finanziell zu beteiligen, oder? Gut, Sie lernen schnell. Und deshalb galt bis zur Schuldenbremse die sogenannte goldene Regel, die besagt, dass Investitionen keine Staatsschulden sind. Und warum machen wir das nicht mehr? Weil die Ökonomen sagen, sie wissen nicht genau, was Investitionen sind. Sie wissen nur, dass Sozialleistungen keine sind. Ich weiß, was Investitionen sind. Und zwar alles, was den EinwohnerInnen meines Landes gut tut. Schulen. Ja, Schulen mit Schultoiletten. Schulen mit Schultoiletten mit funktionierender Spülung. Schulen mit Schultoiletten mit funktionierender Spülung und Handtuch. Also, ich habe jetzt noch mal in Ruhe nachgedacht. Ich kann das nicht machen mit dem Knopf. Was, warum nicht? Was? Na, wegen Hitler. Was? Ja, wenn ich diesen Knopf drücke, das ist ja quasi wie Gelddrucken. Und Gelddrucken führt dann ja schon zur Hyperinflation und Hyperinflation zu Hitler. Das weiß man doch. Sie müssen doch noch nicht alles glauben, was Sie wissen. Nein? Sie hatten jetzt einen ganzen Weltkrieg und 80 Jahre Nachkriegszeit Zeit, das zu kapieren. Ach. Ich will es Ihnen nicht noch mal erklären. Ich gehe jetzt nach Hause. Was hat sie denn? Ja, vor allem recht. Ach. Ja, sehen Sie, schauen Sie mal, Schulden führen ja nicht direkt zur Inflation. Nicht? Nein. Die Inflation hat auch nicht zu Hitler geführt, sondern im Grunde war es quasi die Sparpolitik von Brüning. Ja, Brüning ja. hat im Abschwung so gespart, dass die Wirtschaft ist, ne? Die Arbeitslosigkeit ist explodiert, wie die Zahlen der Stimmanteile der NSDAP, ne? hochgegangen sind. So hat sich das. Oh, schön, dass einem das mal erklärt wird. Entschuldigung, was machen Sie da? Ja, Schulden machen. Gegen die Nazis! Ach, okay. Ja. Herr von Banger, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.